Das Jenseits, die Musik des Himmels und in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Offenbarungen von Jesus Christus 1884 bis 1950. Die Musik des Himmels. So spricht der Herr. Ihr habt gehört, dass die Engel im Himmel ewig das göttliche Konzert vernehmen. Wenn ihr über dies Sinnbild nachdenkt, dann hütet euch davor, zu glauben, dass man auch im Himmel Musikstücke ähnlich jenen vernimmt, die ihr auf Erden zu hören gewohnt seid. Wer so denkt, ist einem völligen Irrtum des Materialismus erlegen. Wer dagegen, wenn er von der Musik des Himmels und von der Seligkeit der Engel beim Hören derselben sprechen hört, an die Harmonie mit Gott bei diesem göttlichen Konzert denkt, der wird in der Wahrheit sein. Doch wie kommt es, dass manche dies nicht so auffassen, obwohl jedem von euch in seinem Geist ein Ton des universellen Konzertes innewohnt? Wie kommt es, dass mancher, der dieses Wort vernimmt, es nicht begreift, es nicht erfüllt oder falsch auslegt? O geliebte Kinder, die ihr schwach seid in eurem Auffassungsvermögen, sucht im Gebet das Licht. Fragt mich in euren Meditationen, denn so weitgehend eure Fragestellungen auch sein mögen, ich werde euch aus der Ewigkeit zu antworten wissen. Ich werde euch meinerseits gleichfalls Fragen stellen, damit zwischen dem Meister und den Jüngern das Licht der Wahrheit aufgeht. Die himmlische Musik ist die Gegenwart Gottes in euch. Und inmitten jenes Konzertes wird euer Ton erklingen, wenn ihr einmal die wahre Erhebung erreicht habt, welches die geistige Schönheit ist. Dies ist die Himmelsmusik und der Gesang der Engel. Wenn ihr es so erlebt und fühlt, wird die Wahrheit in eurem Wesen widerstrahlen und ihr werdet fühlen, dass Gott in euch ist. Das Leben wird euch ein ewiges und göttliches Konzert darbieten und in jedem seiner Töne werdet ihr eine Offenbarung entdecken. Noch habt ihr die schönen Töne nicht in ihrer vollkommenen Harmonie vernommen. Liebliche Töne zuweilen, andere kraftvoll. Wenn ihr sie zufällig mal wahrnimmt, werden sie euch als unbestimmte Töne erscheinen, die ihr nicht vereinen könnt. Ihr seid euch der Schönheit, die sie enthalten, nicht völlig bewusst geworden. Ihr müsst die Sinne, die Leidenschaften und die Schatten des Materialismus hinter euch lassen, um das Konzert Gottes in eurem Geist vernehmen zu können. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Mein Werk wächst immer mehr, bis sich schließlich alle Geistwesen in Erfüllung meines Gesetzes vereinen und diese irdische Heimstatt zu einer Welt der Vollkommenheit, die sie zu jener Zeit bewohnen, werden meine Liebe in allem Geschaffenen fühlen und sich zubereiten, um in einer besseren Welt zu leben. Diese Erde wird für euren Geist nur vorübergehend sein. Er wird im Verlangen nach Vervollkommnung zu anderen Regionen, anderen Ebenen des Jenseits aufbrechen. Erinnert euch, dass ich euch sagte, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und in dieser Zeit größerer Entwicklung, in der ihr meine Unterweisungen besser versteht, will ich euch sagen, im Hause des Vaters gibt es eine unendliche Zahl von Wohnungen. Meint also nicht, dass ihr beim Scheiden von dieser Welt bereits die größte geistige Höhe erreicht habt. Nein, Jünger. Wenn euer Aufenthalt auf diesem Planeten endet, werde ich euch zu neuen Heimstätten führen. Und so werde ich euch immerdar
auf der unendlichen Stufenleiter eurer Vervollkommnung leiten. Vertraut auf mich, liebt mich und ihr werdet gerettet sein. Es ist unmöglich, dass ihr euch bereits in dieser Welt eine Vorstellung davon machen könnt, was oder wie mein Reich, der Himmel und die Herrlichkeit beschaffen sind. Ich will, dass ihr euch damit begnügt zu wissen, dass es ein Zustand der Vollkommenheit des Geistes ist, aus dem heraus er das wunderbare Leben des Geistes erlebt, empfindet und begreift, welches ihr derzeit weder begreifen noch euch vorstellen könnt. Ich sage euch, dass nicht einmal die Geistwesen, die auf höheren Ebenen leben, als jener, auf der ihr euch befindet, die Wirklichkeit jenes Lebens kennen. Wisst ihr, was es bedeutet, im Schoße des Vaters zu leben? Wenn ihr einmal dort lebt, dann erst könnt ihr es wissen. Nur ein unbestimmtes Vorgefühl, eine schwache Ahnung jenes Mysteriums streift flüchtig euer Herz als Ansporn auf eurem Entwicklungswege.